Also. Ja, der Design, wir fangen an. Nachdem wir eine super schöne Hand mit dem Bildschirm haben, die uns zeigt, wohin es geht und. Das ist immer der gleiche Weg, ich weiß nicht. Das ist seit letztem Mal. Oder halt. Letztes Mal habe ich den auswendig gemacht. Echt? Ja. Braucht man denn noch die Karte? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ohne Karte geht das gar nicht. Ich glaube, selbst wenn man den richtigen Weg macht, verbietet das Spiel. Na dann gehen wir mal. Das DND ausgraben. So, aber. Okay. Das ist dank des Amuletts oder des. Keine Ahnung, was das ist. Dass wir einen Brunnen gefunden haben, den wir in die Luft gesprengt haben. Natürlich nicht extra. Nee, das war. Das war ein technischer Fehler, das haben wir nie extra gemacht, um das. Nee. Das ist alles die Schuld vom Spiel. Was kann ich dafür, wenn wir einen Brunnen in die Luft sprengen? Ja, eben, das ist schlecht. Das ist schlecht programmiert, das Spiel. Da. Wenn die. Das ist so. Kommt auf die Idee, einen Brunnen in die Luft zu sprengen? Also, das ist so unbekannt in Spielen. Das ist noch nie passiert, oder? Jeder, der etwas sprengen kann, sprengt eine Brunnen als allererstes. Ja. So, also, das Rätsel ist hoffentlich bald gelöst. Es geht hier um die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Wer hat das gedacht? Und es leckt gerade, deswegen müssen wir kurz warten, bis ein Zettel auf dem Bildschirm erscheint, den ich vorlesen kann. Nachdem es aufgehört hat zu lecken. Das wäre bald hoffentlich. Ja, lies einfach mal vor. So, also, sag Greg, das ist alles, was ich bekommen konnte. Ich hoffe, es reicht zum Sprengen des Tores. Viel Glück. Und es macht jetzt gerade einen Mega-Bug. Also, drunter ist DNT, den wir jetzt im Inventar haben. Und ich würde sagen, das ist die Chance für Prisma HDS. Sich was zu trinken zu holen. Ja, perfekt. Also, ich gehe mir was zu trinken und dann ist meine Stimme auch geschmeidiger und. Ah! Er kommt dann wieder. Inzwischen bin ich da und wie ihr sicherlich schon gesehen habt, müssen wir jetzt das Tor sprengen. Das unten ist. The body is gone. Oh. But why? And how? Also. Für jeden, der nicht Englisch kann, der hat gerade gesagt, dass der Körper gegangen ist. Er wird gegangen worden sein. Und sie fragt sich auch, wie er gegangen ist. Nur so zur Info, Prisma, der wird sich gleich mega aufregen, wenn er wiederkommt. Da ich mich nämlich gerade auf seinen Stuhl gesetzt habe. Wie er sicherlich hört, oder vielleicht auch nicht. Dann zuerst das DNT, den Draht, da wir ja das nicht in der Hand heben wollen. Und zu allerletzt noch die Zündvorrichtung. Prisma, schleim dich! Ich spreche gleich zur Tor. Nee, oder jetzt bin ich doch schon so nett und hab da gerade noch in der Küche sogar für uns zwei Stücke Kaminwurzel geschnitten und dann, was ist hier? Kaminwurzel. Na, Kaminwurzel ist echt klasse. Und dann, was passiert hier? Komme ich wieder da, sitzt der Prisma S auf meinem schönen Ledersessel. Na, eben nicht mehr. Der Fixis Fax sitzt jetzt da. Ihr habt nie was gehört. Jedenfalls, wie ihr gehört habt, hat er sich mächtig aufgeregt, aber er ist jetzt gekommen, um das große Feuerwerk nicht zu verpassen. Das war knapp. Ach ja, und wir haben alles, was wir jetzt noch haben. Entschuldigung. Ja, dann bringen wir mal Licht in die Dunkelheit. Ich muss auch kurz was trinken, entschuldigen. Nur so sehen. Und das war Robert. Das jetzt nicht, das davor.
Also sie ist, naja, noch kann man das nicht genau sagen. Aber bisher ist sie ziemlich gefangen. Oh no, I can barely move. I'm bound to the wall by some vines with an iron grip. Also sie ist gefangen und sie muss da jetzt wegkommen. Greifen, holen können wir nichts. So, da bin ich wieder. Hoffentlich ist jetzt der Hustreiz endlich weg. Wo hast du mir nichts mitgebracht? Ja, ich bin, weil du mein Ledersessel genommen hast. Okay. Und ich sehe gerade, wir sind gefangen von der Pflanze und... Wir haben ein Wimmelbild, während wir gefangen sind. Also das ist das Schlauste, was man machen kann, nicht wahr? Ja, hilf, ich bin gefangen. Wer ist mit dem Wimmelbild? Ja, wir brauchen diese komischen Sachen. Ja, der Prisma ist der Profi. Wow. Was war das denn? Oh mein Gott. Wie ihr sicherlich hört und seht, ist diese Aufnahme nicht die beste, die wir gemacht haben. Und wegen ein paar technischen Fehlern. Und wir hoffen, dass ihr es verstehen könnt. Wenn nicht, müssen wir es nachkommentieren und das wäre echt... Also, nicht, dass ich es nicht machen würde, aber... Es wäre nervig. Und wir haben wieder etwas Neues nicht. Beende ein WPS mit weniger als 5 Mal falsch antippen. Was ist ein WPS? Wimmelbild. Wimmelbild-Service. Vielleicht. Auf jeden Fall. Wir haben eine Kelle voll ätzender Säure. Was macht man denn mit ätzender Säure, sich auf die Brüste hier kippen? Naja, nicht wenn davor was anderes ist. Und sie ist, sie war... So, wir befreien dich von einer Ranke. Das haben wir auch geschafft. So, und unser Robert ist hier mit ein paar anderen netten Leuten gefangen und... No, please, get him out of my head. I don't want to. Er will nicht. Wir müssen ihn mal von der Ranke befreien, weil er nicht will. Ja, leider. So. Jetzt sind sie auch, jetzt seid auch wieder dabei, das Lecken hat aufgehört und... ihr merkt schon, wir nehmen jetzt schon zu lange auf eigentlich. Unsere Hustreize, Echo. Die fangen schon an, also. Das Spiel ist auch nicht gerade hier. So, ich würde sagen, wir hören jetzt wirklich gleich auf, denn... Ja, es ist schon 20 vor 9 und jetzt nehmen wir schon mehr als eine halbe Stunde auf und das würde ich erstmal reichen. Reicht's für... Ich sag nichts. Also, wir sind mal eingeschlossen. Ja, und mit diesem Standbild hier vor dem Hotel und einem tropfenden Ölfass beenden wir jetzt auch die Aufnahme, oder? Ja, ich würde nichts sagen. Nicht? Nee. Willst du noch ein bisschen machen? Ja. Hast du Lust? Ja, ich komme dort nicht weiter. Wie oft habe ich das jetzt schon versucht? Also das gesehen, Prisma, ich habe da nicht nur. Ja, ich hab's gesehen. Angefangen. Die Intelligenz des Spiels. So, Robert, hier geben wir ein bisschen gesunde Suppe. Komisch, gell? Bei unseren Pflanzen sind die nicht so rasch verschwunden. Und ja. Wie es aussieht, ist ihm schlecht. Ja. Und er kann zu uns sprechen. Hallo. Thank God. And that has scared me more than anything. I didn't know how dangerous this would be. I'm sorry to have wronged you. I saw the demon. It was trying to get inside my head. It told me. We can call for help. Robert?
somit unseren in Unmacht gefallenen Robert beende ich auch die Folge. Ich bin euer Prisma der S mit den guten Fixifax. Und ja, bis zur nächsten Folge, Abis. Tschüss.